die soziale Unterschicht, die psychologische Unterschicht und die geistliche Unterschicht, das ist das Thema dieses Videos. Auf die soziale Unterschicht gehe ich jetzt zu Beginn nur in einem Satz ein, das kennt ja eigentlich jeder. Das sind Menschen, die haben wenig Bildung vielleicht, wenig Einkommen, wenig Vermögen, wenig Standards, ethische Standards, Verhaltensstandards. Das sind Menschen, die einfach unvermögend sind, in dieser oder jener Weise statistisch gesehen gesellschaftlich. Von Gesellschaft zu Gesellschaft kann das sehr Unterschiedliches bedeuten. Das ist nicht Thema dieses Videokanals eigentlich. Die psychologische Unterschicht ist schon viel interessanter und bildet nur eine Schnittmenge mit der sozialen Unterschicht. Die psychologische Unterschicht, das sind die Menschen, die man bezeichnen kann als Narzissten. Alle Menschen, die hier auf dieser Welt leben, sind mehr oder weniger narzisstisch. Es gibt aber auch Menschen, die man als Narzissten bezeichnen kann. Und wenn du nicht weißt, was das ist, ein Narzisst, dann gibt es sehr viele Psycho-Videos hier bei YouTube, wo ich dieses Video zuerst veröffentliche, wo du dich sachkundig machen kannst, was ein Narzisst ist, ein selbstbezogener Mensch. Das ist die psychologische Unterschicht und die ist nicht so klein. Das unterschätzt man leicht, weil der Mensch entwickelt sich nicht unbedingt zu einem erwachsenen, psychologisch gesehen, einem ausgewogenen Leben, wo er im Blick hat eben nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld und die Welt vielleicht insgesamt, indem er überlegt, was ist gut und richtig, nicht nur für mich, nicht nur für mein Umfeld, sondern auch einen Blick darüber hinaus hat. Während der Narzisst betrachtet die Welt im Grunde nur von seiner eigenen vermeintlichen persönlichen Interessenlage her schon sein direktes Umfeld, das darunter zu leiden hat, aber dann auch die Gesamtlage. Das eigentliche Problem, das ist die geistliche Unterschicht. Die geistliche Unterschicht ist identisch mit der Gottlosigkeit und leider gibt es auch hier Schnittmengen. Das heißt, es gibt durchaus Narzissten, die sind nicht gottlos, aber die haben ganz große Schwierigkeiten, ihren Gottesglauben lebendig werden zu lassen, dahingehend, dass der Narzissmus verschwindet. Denn wenn man lebendigen Gottesglauben hat, dann verschwindet der Narzissmus. Lebendiger Gottesglaube, das ist der Heilige Geist. Den Heiligen Geist erhält man nur auf einem Wege. Dort, wo Sünde ist und wir Menschen sind Sünder, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der betrügt sich selbst, heißt es im ersten Johannesbrief. Wir Menschen sind Sünder und Gott hat keinen Raum dort, wo Sünde ist. Entweder Sünde oder Gott. Wenn man also den Heiligen Geist möchte, wenn man ein Kind Gottes werden möchte, wenn man seine Defizite wie zum Beispiel Narzissmus gelöst bekommen möchte, aus der geistlichen Sphäre heraus, von oben herab, dann muss man die Sünde abgeben. Und da gibt es nur einen Weg. Vor 2000 Jahren am Kreuz hat Jesus Christus die Sünden getragen. Gottes Sohn musste Mensch werden in der Zeit, um die Sünden zu tragen. Und das ist der Weg, um die Sünden loszuwerden. Du kannst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annehmen, dann erhältst du nicht nur Sündenvergebung, womit du paradiestauglich wirst, sondern du erhältst den Heiligen Geist. Damit wirst du ein Kind Gottes und bist fortan kein Gottloser mehr. Vielleicht bist du weiterhin ein Narzisst. Vielleicht gehörst du auch zur sozialen Unterschicht. Aber dadurch, dass du Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hast, hast du Hilfe von oben, du hast Hinweise von oben, Führung von oben durch den Heiligen Geist, den einen ungeschöpflichen Geist, den Geist Gottes. Und das wird dein Leben ändern, in dem Maße, wie du das ändern lässt, in dem Maße, wie du die Gaben des Heiligen Geistes annimmst, in dem Maße wird dein Leben fruchtbar werden, geistlich fruchtbar. Der Narzissmus hört auf,
Was das Soziale betrifft, ist das völlig offen. Es gibt wunderbare Gotteskinder, die gehören einer unteren sozialen Schicht an, sind aber kein Pöbel, sondern haben Verhaltensstandards von Gott erhalten im Heiligen Geist, sodass sie hochtaugliche, gesellschaftlich sehr nützliche Zeitgenossen sind, auch wenn sie vielleicht keine Bildung haben, nicht mal lesen und schreiben können und vielleicht arm sind nach den gesellschaftlichen Standards. Die sind ja sehr unterschiedlich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Worauf es ankommt, ist, dass du aussteigst aus der geistlichen Unterschicht und ein Kind Gottes wirst. Und der einzige Weg dazu ist der, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Dann erhältst du den Heiligen Geist. Dein Leben wird fruchtbar in dem Maße, wie du die Gaben des Heiligen Geistes annimmst und umsetzt. Und am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich, Hades, Sheol. Dort findet statt der Totenschlaf die Totenruhe. Ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung statt, und wer in seiner Lebenszeit also rechtzeitig aus dem geistlichen Pöbel herausgetreten ist und ein Kind Gottes geworden ist, also Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, der steht ganz anders da am Tag der Auferstehung. Der steht auf in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz, in einer wundersamen Herrlichkeit. Und so geht er an diesem letzten Tag in das Endgericht vor Gott. Dort aber hat er keinen Stand, denn an ihm ist einfach nichts zu richten. Er hatte rechtzeitig in seiner Lebenszeit und sei es auf dem Sterbebett in der Sterbensminute Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen, dadurch die Sündenvergebung erhalten, den Heiligen Geist erhalten, und dadurch hatte er Führung erhalten. Wenn er Jesus Christus erst auf dem Sterbebett angenommen hatte als Herrn und Retter, nicht mehr fruchtbar durch die Zeit. Auf dem Sterbebett kann man in der Regel keine Frucht mehr wirken. Da ist vielleicht noch das ein oder andere Wort möglich. Wäre schade, wenn man erst auf dem Sterbebett Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Aber das genügt, um gerettet zu werden. Wer Jesus Christus auf dem Sterbebett als Herrn und Retter annimmt, der wird hindurchgeführt, durch den Tod hindurch, durch die Wand des Todes, durch das Totenreich hindurch, wo er den Totenschlaf hat, die Totenruhe, durch die Auferstehung hindurch und durch das Endgericht hindurch in das Paradies. Das ist der eine Weg der Kinder Gottes. Es gibt keinen anderen Weg heraus aus der geistlichen Unterschicht, dem geistlichen Pöbel, hinein in die Gotteskindschaft. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es den gäbe, Gott hätte ihn gewiesen. Er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit, durch den er alles geschaffen hat, Zeiten, Räume, Welten, alles. Alle Engel, die Hindu-Götter, die arabischen Wüstengötter, die sich Allah nennen, das Drittel der Engel, die hinter Satan abgefallen sind, und die zwei Drittel der Engel, die treu geblieben sind, die geistlichen Welten, die sichtbare Welt, alle Materie, alle Menschen, alles hat Gott geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn es irgendeinen anderen Weg der Rettung gäbe, als den Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen, dann hätte Jesus Christus nicht in der Zeit Mensch werden müssen, um 6 Stunden Nägel zu ertragen für deine Sünden. An dir liegt es, das anzunehmen, frei. Nicht mit deinem kleinen Gehirnkästlein tüftelnd, Schlussfolgerungen verlangend. Was du brauchst, ist dein Herz für Gott. Und wenn du das hast, ein Herz für Gott, ein offenes Herz für Gott, dann scheint da hinein der Lichtstrahl von Gott. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn du ein für Gott offenes Herz hast, dann scheint dieser Lichtstrahl Jesus Christus in dein Herz hinein. Und du wirst Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen, aus dem Pöbel der geistlichen Unterschicht aussteigen, ein Kind Gottes werden, und spätestens am Ende der Zeit sehe ich dich im Paradies und werde mich über die Maßen freuen. Gottes Segen. Amen.